Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Myth. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir... Ah ja, genau. Wir haben hier die Häuser gebaut, also angefangen, die Häuser zu bauen. Dann sind wir aber leider... Oh Gott, Lava. Die Blöcke ausgegangen. Und ich musste dort leider aufhören. Aber wir bauen heute, glaube ich, weiter. Ja, wir bauen heute weiter. Und schauen mal. Auf jeden Fall, ich bin immer noch am Honig sammeln und so. Und wenn ich dann genügend habe, bauen wir dann das Tor. Wir fangen höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge an mit Ding. Mit dem Eingangsbereich oben in der Höhle. Und ich sollte vielleicht mal hier noch das ganze Minenschacht. Gedöns wegmachen, mal die Minenschächte erkunden. Und mal schauen, was wir dort haben. Aber heute bauen wir mal wieder ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall Stein vorbereitet, das weiß ich. Oh, mein Inventar ist voll. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit leerem Inventar hier bin. So. Ich habe mir jetzt ein paar Steine geholt. Und wir schauen jetzt weiter. Wir müssen darüber. Und dann bauen wir da die Dings mal zu Ende. Die kleinen Häuschen hier. Also, ich hätte gesagt, Timelapse an. So, ich glaube, das reicht für die Timelapse. Ich habe gefunden, wir können jetzt dann noch ein bisschen zusammen. Ich brauche noch... Warte kurz, ich muss gerade überlegen. Was wollte ich jetzt noch gerade tun? Ah ja, ich brauche noch mal ein bisschen von dem schwarzen Deep Slate-Zaun, den ich da jetzt immer verwendet habe. Den brauche ich. Und dann machen wir da, höhlen wir da noch die Häuser ein bisschen aus, damit man die auch wirklich verwenden kann. Und dann sind die Häuser eigentlich fertig. Und wir können noch gerade was anderes machen zuerst. Wir können noch kurz die Bienen weiter züchten. Wir brauchen mehr Bienen. So. Zum Glück habe ich noch gerade ein paar Blumen. Zack. Zack. Perfekt. Gut. Sonst ist ja nichts, ne? Da ist noch eine. Da ist noch eine kleine. Kommt da noch eine große, wenn ich fragen darf? Dann hätten wir nochmal zwei Bienen mehr. Oh, ist die eine gerade direkt groß geworden? What? Okay. Perfekt. Sehr gut. Dann schnell hier wieder raus. Sehr gut, wir haben mittlerweile sehr viele Bienen. Das erhöht die ganze Honigproduktion allgemein. Das ist sehr gut, aber Honig ist halt extrem schwer herzustellen, also zu farmen, das dauert einfach ewig.
So, dann holen wir hier kurz ein bisschen Honig raus. Gott, Lava. So, dann das Haus hier und das Haus hier ist Dings. Ne, in der Mitte ist nichts. Gut, dann haben wir wieder mal einen halben Honigblock gefarmt. Das ist schon mal sehr gut. Dann hätten wir 11 Stück. Okay, 11 Stück hätten wir. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Gut, ich wollte Deep Slate Zäune, da die Chiseled Deep Slate Zäune. Haben wir von denen noch oder haben wir alle verbaut? Deep Slate Tile, genau, Deep Slate Tile war's. Nee. Haben wir keine Deep Slate Tile Zäune mehr? Wirklich nicht? Ich hatte gedacht, ich hätte noch gehabt. Anscheinend nicht, aber wir haben ja eigentlich genug Deep Slate Tile, um Zäune daraus zu machen. Genau. Wir da mal kurz ein paar Zäune draus. Für irgendetwas hat man ja da die ganzen Steine, also perfekt. Dann haben wir wieder ein bisschen Zäune. Das ist doch sehr gut. Perfekt. Ich sollte noch meine Elytra reparieren. Aber das machen wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann gehen wir noch in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich eine Base von einem Kollegen, also von Noel, ansehen. Ich hoffe, es ist... Ja, gut. Keine Ahnung. Ich habe es ja schon gemacht, aber ich hoffe, es ist okay, wenn ich ihren Namen erwähne. Keine Ahnung. Müsste ich mal fragen, aber... Ist sowieso zu spät mittlerweile. Aber wir haben ja noch nicht alle Basen gesehen, so gesehen. Wir haben ja noch nicht alle Basen von den anderen gesehen. Ist eigentlich gerade... Ne, ist gerade niemand hier. Oh, ein Slime, yes! Aber die spawnen irgendwie komplett random hier. Aber ich brauche die. Sehr gut. Damit wir die Ding... Damit wir das Tor dann bauen können. Das Tor ist extremes materialaufwendig, fällt mir gerade auf. Das Tor ist extremes materialaufwendig. Wenn ich mal so überlege. Einfach hauptsächlich von den Ding. Aufwendig. Also. Das hier ist noch nicht Wand. Also. Ich glaube, so hoch ist das. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Noch ein höher. Graben wir das hier mal aus. Können wir noch einen weiter. Und hier ist Schluss. Au! What the hell? Verpiss dich, du Zombie! Was für ein Drecksack! Greift mich einfach von hinten an. Was zur Hölle? So. Gut, dann können wir hier eigentlich ein bisschen nach hinten graben. Auf jeden Fall schaut auf jeden Fall in ein neues Projekt rein. Da kam die letzte Folge. Die letzte Folge kam... Ich muss gerade überlegen. Die kam am Dienst...
Nee, am Mittwoch. Vorgestern kam die erste Folge von The Climb. Schaut auf jeden Fall vorbei. The Climb ist richtig nice. Ich weiß gerade nicht, wie weit ich das hier nach hinten graben will, aber wir graben jetzt einfach mal ein bisschen. Damit diese Häuser hier auch mal zu Ende gehen. Aber ich muss auf jeden Fall mal die Agent City wegmachen. Soll ich da mal einen Stream machen, wo wir gemeinsam ein bisschen reden und die Agent City abbauen? Soll ich mal einen Stream machen, wo wir das machen? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich gerade wundern nehmen. Wisst ihr was? Wir lassen einfach die Wand so. Das ist doch auch nice, wenn das so aussieht. Weiß gerade noch nicht ganz. Oh, meine Nase juckt. So. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Boah, aber Help Wanted wird noch lange gehen, weil nach Help Wanted 2 kommt ja noch Help Wanted wieder. Also geht ja dann wieder weiter, Help Wanted. Also das erste VR-Game, Help Wanted. Das haben wir noch nicht zu Ende. Also Horror wird noch lange bei Five Nights at Freddy's bleiben. Aber auf jeden Fall, es wird nicht ewig sein. Aber wir müssen, glaube ich, in Help Wanted noch das Ding durchspielen. Genau, wir müssen noch das Base Game, die schwierigen Level. Aber zuerst muss ich die Night Terrors machen. Und dann muss ich nochmal durch die Dark Rooms. Oh mein Gott. Ich muss nochmal durch die Dark Rooms. Durch die schwierigere Version. Aber die sollten eigentlich laut den Leuten, die diese Guides machen, eigentlich gar nicht so schwer sein. Aber ich schieb zu hart Panik. Aber ich habe eine Taktik, wie ich die vielleicht sehr einfach schaffe. Also Plush Trap und oh, Diamonds. Plush Trap und wie ich Plush Trap und Nightmare Balloon Boy easy schaffe und Funtime Foxy, also Lolbit. Lolbit ist ja in der schwierigeren Version vom Funtime Foxy Level. Aber eigentlich, nachdem wir die Dark Rooms geschafft haben, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil dann ist ja eigentlich alles gemacht, was schlimm ist. Alles andere ist ja eigentlich eher chillig. So gesehen. Yes, noch ein paar Dias gefunden. Perfekt. So. Ich glaube, den Rest grabe ich dann mal offscreen oder in einem Stream, je nachdem. Aber ich hätte gesagt, das war's für die Häuser. Ich finde, sie sind sehr nice gekommen. Ich finde, sie sind sehr nice. Wir werden auf jeden Fall noch mehr von diesen Häusern bauen. Werden nicht die einzigen sein. Aber dann hätte ich gesagt, oh, Hunger fast. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Myth wieder. Schau gerne meinen anderen Projekten vorbei, dann hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal. Thank you.